User joined your channel. User left your channel. Und damit hallo und herzlich willkommen zum 9. Lauf der DGTM, live vom Salzburgring. Mein Name ist Kurt Krupp und neben mir sitzt heute wirklich Markus Broch. Hallo Markus. Ja, hallo Curdy, hallo liebe Zuschauer und willkommen am Salzburgring. Ja, wir sind in Österreich und ich habe gerade schon gesagt, heute ist es was Besonderes für uns beide. Wir sitzen nebeneinander am PC, das ist der Hammer und deshalb wird das Team heute besonders gut werden. Ja, Salzburgring, Runde 9 von der DGTM. Was meinst du, Markus? Was erwartet uns heute Abend? Oh, heute wird's richtig spannend. Die absolut heiße Phase wird sein, nach dem Start, direkt die erste Schikane. Und ja, die Schikane wird hier heute auch der absolute Schlüsselpunkt sein. Du kommst über die lange Gerade, aus der letzten Kurve geht's auf die Startziel. Du hast richtig Dampf im Auto, musst dann hart runterbremsen. Und die Schikane, alter Schwede, die hat's in sich. Ja, gucken wir uns das doch mal genau an, würde ich mal vorschlagen. Denn unsere Redaktion hat heute was richtig Geiles gemacht für uns, und zwar der Alvin. Wir haben nämlich eine Streckenvorstellung für euch vorbereitet. Und zwar haben wir erstmal die Strecke, Name Salzburgring, das hatten wir schon. Die hat eine Länge von 4,255 Kilometer, hat 15 Kurven. Wir haben eine Temperatur heute von 17 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 70%. Also vielleicht sehen wir Regen und wir haben einen Topspeed von 283 km/h. Ja, also ich bin die Strecke ja gefahren. Ich habe ja ganz fest trainiert, bis mir eingefallen ist, dass ich ja gar nicht das Rennen fahren kann, weil ja, du ja quasi hier heute neben mir sitzt und du ja auch den Livestream machen musst. Wir werden heute einige Windschattenduelle sehen, gerade was hier der zweite Sektor angeht. Der ist übelst lang und da werden auch wirklich sind ein paar Fahrer, die kriegen Geschwindigkeiten von ja, satte 283 km/h. Genau. So, wir haben noch mehr für euch. Und zwar haben wir einmal die Fahrerwertung im jetzigen Zeitpunkt. Da haben wir alles zusammengewürfelt, also Division 1 und Division 2. Also nach ja, der Hälfte der ganzen Saison sozusagen haben wir Marius Bert an der Spitze für Freebite Motorsport bei CCCMS, wenn ich richtig lese hier, ein bisschen unscharf. Dann haben wir auf 2 Thomas Meyer für Piranha Byte, auf Platz 3 Karol Poniatowski, also alles Division 1 Fahrer hier. Stefan Ebert auf 4 für Steppo Sim Racing. Dann haben wir auf Platz 5 Oliver Ernst für Freebite Motorsports, hausexperten.de. So, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, sitzen wir hier noch in 10 Minuten. Trotzdem springen wir natürlich mal weiter auf die zweite Seite. Also wie gesagt, Division 1 Fahrer und Division 2 Fahrer vermischt. Die Punktevergabe ist ja so geregelt, dass Division 1 Fahrer mehr Punkte bekommen. Darum sind die natürlich hier weiter vorne. Division 2 Fahrer haben wir zum Beispiel hier Jan Weber, Thorsten Schwertfeger, also die sind eher im Mittelfeld. Oder natürlich auf der letzten Seite eingeordnet wie hier. Da ist auch der Markus auf Position Nummer 45. Das ist mal gut, ne? Ja, nun, Fahren konnte ich nicht mitfahren. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau.
So, dann kommen wir zur Teamwertung. Die haben wir nämlich auch aufbereitet bekommen. Da führt im Moment Freeride Motorsport bei CCC MS mit 398 Punkten vor Piranha Bytes mit 382 Punkten. Dann haben wir Steppo Sim Racing im Ost mit 274 Punkten. Auf Platz 4 All-Star Racing Team bei Schlaps Communication. War's gut. Dann haben wir noch auf Platz 5 All-Star Racing Team und die weiteren lesen wir nicht vor, weil das wäre viel zu viel. Aber ihr könnt euch euren Favoriten raussuchen. Auf Seite 2 haben wir dann eher Division 2 Teams, wie zum Beispiel Tenacious, Gnomes bei P1. Ich bin mir sicher, ich habe wieder nicht richtig ausgesprochen, aber naja, das kommt irgendwann noch. So, dann haben wir aber noch einen anderen Service für euch. Wir haben nämlich noch die Top-Favoriten für euch hier mit Auto und Fakten. Nämlich, da haben wir als erstes den Sergey Blum. Persönliche Bestzeit im Training lag bei ihm bei einer 1:17.365. Letzte Platzierung war 5. Dann haben wir die auch noch den Tipp bekommen, dass er königlich unterwegs ist. Dann haben wir als weiteren Top-Favoriten erstmal Sascha Glatter. Die persönliche Bestzeit liegt bei 1:17.563, also nicht weit dahinter. Und er ist der Neuling heute. Mal gucken, wie das für ihn so wird. Dann haben wir noch den letzten Top-Favoriten, das ist Max Mutschka. Persönliche Bestzeit 1:18.474, also wirklich auch nah dran da. Letzte Platzierung war war Position 7. Und nicht nur auf 4 Rädern schnell. Ah ja, da gab es dann wohl Vorgeschichten, dass er da einen Reifen verloren hat. Wir haben noch zwei Geheimtipps für euch, nämlich einmal Oliver Scharlach und Patrick Weidenfelder. Also, das sind die heutigen Geheimtipps. So, wir haben es 19:26 Uhr. Wir haben noch 4 Minuten bis zum Qualifying. Ich glaube, wir gucken uns nochmal etwas an, was es bald geben wird. Und zwar, guckt euch selbst an, wir kommen gleich dazu. So, das war dieser kurze Teaser. Ja, Markus, es geht um das 24-Stunden-Rennen am Eifelring, was der Stadtrat Herbst, aber eher Winter, Dezember stattfinden wird.
Ja, Markus, das wird auf jeden Fall was richtig Geiles werden und da können wir jetzt schon viel Werbung für machen, ne? Ja, das ist richtig. Heute Abend nach dem DGTM-Rennen wird der Post für die Anmeldung eröffnet. Jeder kann mitmachen. Es werden wieder Quali-Läufe geben. Am 12. Dezember ist offizielle Qualifying und am 13. geht es dann wieder los bis durch die Nacht in den 14. rein. Und es werden wieder richtige Kracher dabei sein. Also es haben schon ein paar Teams sich angekündigt, die mitfahren wollen. Aber auch ein paar interessante Fahrer aus dem echten Rennsport werden dabei sein. Also man darf gespannt sein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so mitbekommen, wie der Markus die Fahrer sozusagen angeworben hat. Und ich bin mir sicher, die kommen. Und das wird was ganz Besonderes werden. So, jetzt lassen wir euch aber nochmal ganz kurz alleine, machen eine kurze Pause, denn der Markus muss jetzt hier ein bisschen was am Server regeln und dann melden wir uns gleich mit dem Qualifying wieder. Also, bis gleich. You were moved. So, wir sind zurück. Jetzt zum Qualifying. Markus hat gerade eben das Go gegeben. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die Fahrer so machen hier auf der Strecke. Du hast es gesagt, wir haben es hier mit einer noch Highspeed-Strecke zu tun. Hier ist es wichtig, wenig Abtrieb zu haben, oder? Jein. Also normalerweise, ja klar, natürlich, wenn es trocken ist, wenig Abtrieb, volle Kanne, aber die letzten drei Kurven der Strecke, die haben es in sich. Ich denke, da wird heute so der ein oder andere mal mit dem Hinterteil ins Rutschen kommen, gerade was die Curbs angeht. Wenn du da drauf kommst, läuft das ratzfatz weg und findest dich in der Wand wieder. Definitiv. Hier sieht man es auch schon ganz gut. Die Leitplanken sind nah dran. Also hier kann es auf jeden Fall ein bisschen Chaos geben. Nur mal so schon mal gesagt. Wir kommen jetzt an eine Kurve, die hat es auch in sich. War hier die langgezogene rechts. Wenn du da im Kurvenpunkt nicht richtig findest, rutscht du raus und da gibt es eine ganz unglückliche Stelle, nämlich genau vor dem Reifenstapel an der Leitplanke. Und wenn du da vorknallst, ist nicht nur der Motor kaputt, da gehen auch direkt mal die Flügelchen weg. Ja, und da haben wir auch schon den ersten Abflug. Wenn man vom Teufel spricht, ja, ich glaube, da ist aber zum Glück nicht so viel kaputt gegangen. Ja, jetzt haben wir jetzt sind wir wieder, das Livestream ist es nicht, das stimmt schon mal nicht. Einblendung falsch. Und wir haben Regentropfen, also.
Ja, und damit wird es heute auf jeden Fall interessant. Jetzt kommen nämlich die Fahrer mit einem guten Speed auf die Schikane. Und da heißt es, einen richtigen Moment bremsen, um da vernünftig durchzukommen. Also ich hatte da im Training doch meine Schwierigkeiten gehabt. Ich hatte es dann auch immer wieder mal ein bisschen nach untersteuert, sodass ich da durchs Kiesbett fahren musste. Ja, dadurch, dass es jetzt regnet, ist ganz klar, die ersten schnellen Runden werden die besten sein. Also so weit ist die Theorie. Außer es wird natürlich sofort wieder aufzuregnen. Das kann natürlich auch sein. Gucken war mal, wie sich das entwickelt. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, eine schnelle Runde in den Asphalt zu bringen. Und der Regen ist doch schon ziemlich stark, glaube ich, denn wir haben gerade schon mal Gischt gesehen. Also, es wird spannend werden. Volker Prelz im Bild, ein Neuling, der heute hier am Start ist. Halt nicht gut, 3 Sekunden Rückstand, also da sieht es gar nicht gut aus. Auf Platz 1 im Moment Sascha Glatter, eine 1:19, 5:43. Ich wollte gerade sagen, also Sascha Glatter, wenn der jetzt hier natürlich eine Zeit vorlegt, da sind 3 Sekunden eigentlich nichts. Sascha ist ein sauschneller Fahrer, sehr erfahrener Simracing-Aspirant. Und wenn man da nur 3 Sekunden hinterliegt, dann ist das schon in Ordnung. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Mithalten können allerdings trotzdem Fahrer, zum Beispiel Max Mutschka, 7 Zehntel dahinter. Das ist natürlich schon was, aber ist immer noch so, ja, dass man auf jeden Fall nicht davon ausgehen kann, dass Sascha jetzt 100% gewinnen wird. Wir haben Gelb im letzten Sektor, also die Strecke zeigt schon, dass sie besonders jetzt im Regen doch ziemlich anspruchsvoll ist. Und Gelb ist aufgehoben, also. Ja, wir haben 2 Fahrer noch in der Box, die sind noch gar nicht rausgefahren. Das ist nämlich der Neuzugang von VMR Gelateria La Luna, nämlich der Alvin Bradaric und der Thorsten Schwertfeger ist auch noch in der Box. Oh, da kommt er schon ins Rutschen hier. Ja, das müsste Sascha Glatter sein, wie gesagt. Da haben wir Lichthupe. So, da haben wir jetzt den Marcel Kettringer, der aus der Box rauskommt. Ja, ich finde, ja okay, es regnet, das ist klar. Aber man sollte eigentlich bei so einem Regenqualifying versuchen, die ganze Zeit draußen zu bleiben, lieber ein bisschen Sprit mitnehmen, um zu dem Zeitpunkt, wo die Strecke am trockensten ist, da seine schnelle Runde fahren zu können. Wobei, es kommen jetzt fast alle rein. Man sieht es auch, die Strecke ist nasser geworden. Ich denke nicht, dass es hier eine Verbesserung geben wird noch. Und in Sektoren ist es gelb. Also ja, ich denke mal, die werden jetzt doch langsam Reifen neu aufziehen. Alvin Bradaric stand also andersrum, ich denke, er hat escaped und das würde heißen, dass das Qualifying für ihn schon beendet ist, ohne Zeit. Das ist natürlich nicht gut. Ja, also hier viele reingekommen, ja, die nächsten kommen jetzt auch rein. Ja, also hier gibt es dann heute doch noch das Quali auf Regenreifen, würde ich mal sagen. Ja, wobei viel bringt das eigentlich nicht, denn wenn man auf Regenreifen fährt, ist es eigentlich schon klar, dass man langsamer ist als auf Trockenreifen. So, na, es kommen alle rein, fahren aber auch ein paar wieder raus. Ja, es könnte sein, dass das Fahrer sind, die ein bisschen gepokert haben und nicht draußen waren. Auf der Strecke sind jetzt Alvin, er ist jetzt doch wieder draußen. Das kann dann eigentlich nur sein Teamkollege Sascha Glatter gewesen sein, der den Fehler hatte. Alvin fährt also jetzt, aber bei den Verhältnissen ist da eigentlich nicht viel drin. Also jetzt, das ist die Strafe dafür, dass er nicht gleich rausgefahren ist. Bild auch Thorsten Schwertfeger, ebenso noch keine Zeit. Auch er sollte dadurch auf jeden Fall nicht mehr nach vorne kommen, leider. Ja, mal sehen. Vielleicht haben wir aber auch noch Glück. Und auch noch die passende Runde. Ich glaube es also nicht. Nee. Sascha Glatter hat da mit einer 1:19 gut einen vorgelegt. In den Trainings sind die Leute halt 1:17 gefahren, aber du siehst direkt die Witterungsverhältnisse waren nicht so optimal gewesen, dass dann mit den Slicks diese Zeiten hätte fahren können. Jetzt auf Regenreifen, denke ich mal, werden wir Runden so um die 1:20, 1:21 sehen.
Ja, mit Alvin jetzt, Alvin Vladaric. Ah, da sieht man schon, halt mit dem Auto zu kämpfen. Ist jetzt aber auf einer schnellen Runde, aber schnell kann man das, denke ich, nicht mehr nennen. Schöne Heli-Perspektive, die uns hier geboten wird. Aber man sieht es ganz klar, die Strecke ist nass, es gibt viel Gischt. Da ist es einfach nicht drin, eine schnelle Runde zu fahren. Vielleicht kann er sich noch ein bisschen nach vorne schieben, zum Beispiel auf Höhe von Thorsten Schwertfeger, der seine Zeit ja auch jetzt gerade im Regen gefahren ist. Aber viel weiter wird sie nach vorne gehen. Vielleicht noch Volker Prelz, aber Michael Beuster, ich denke, der ist nicht mehr erreichbar bei den Bedingungen. Ja, ich sehe aber auch gerade mein Teamkollege und Neueinsteiger Patrick Weidenfelder hatte das Glück gehabt und konnte sich da auf Platz 4 vorschieben. Schade für mich, dass ich heute nicht mitfahren kann. Ich wäre gerne mit ihm gefahren, weil er konnte die ersten zwei Seasons nicht mitfahren, ist aber jetzt wieder fest bei der Stange und der Mats Hutzfeld ja in Division 1 aufgestiegen ist, um den David Müller zu unterstützen, kam der Patrick dann bei mir ins Team, dass wir da noch ein bisschen was reißen können. Ja, definitiv. Ja, Alvin kommt auch zurück an die Box, also der gibt auf, das wird nichts, das war nichts. Qualifying beendet. Im Bild haben wir jetzt Andrea, wenn ich... National Racing Team, auf Abwägen aber auch. Also, ich würde sagen, das war's. Es regnet weiter ziemlich hart. Ja, oder Top-Down-Schlingern. Das ist das, was ich gesagt habe. Also, die letzten drei Kurven, die haben es in sich. Die musst du ganz sauber und wirklich mit dem richtigen Drehmoment und dem richtigen KMH im richtigen Gang musst du die fahren, sonst weg vom Fenster. Und bin ein bisschen froh, dass es regnet. Dann fahren die Autos da nicht so heftig durch. Im Training ist es sehr vielen passiert, dass die aus der letzten Kurve rausbeschleunigen wollten, leicht auf den Curb außen hin drangekommen sind, das Auto sich so blöd weggedreht hat, dass sie dann gegenüber in die Leitplanke eingeschlagen sind. Ich hoffe, dass wir das heute in dem Regenrennen nicht sehen werden. Ja, mal schauen, ob es auch im Rennen regnet, aber das ist natürlich dann noch gefährlicher. Wenn sich ein Auto auf die Strecke dreht, dann kann es dann auch zu einer Massengrammulage kommen. Ja, müssen wir nicht sehen, aber mal gucken. Ja, Patrick kommt da wieder in die Box rein. Ja, trotzdem, trotz des Regens sind sehr viele Fahrer draußen, auch vorne. Max Mutschka zum Beispiel fährt weiterhin, aber ganz klar, letzte Runde 1:25.492. Die beste war eine 1:20, also da wird ganz klar ersichtlich, dass da nichts gehen wird, leider. Ja, hier haben wir ihn auch im Bild. Ja, man sieht ganz klar, da geht nichts mehr. Das ist wirklich ein sehr, sehr starker Regen. Da geht ohne Regenreifen gar nichts mehr. Lichthupe auch. Ah, der hört den Livestream, glaube ich, oder? Aber ja, so ein Kandidat. Ja, wir haben so, glaube ich, so einige, die wieder den Livestream hören. Heute lohnt sich aber. Gelbphase, erster Sektor. Momentan keiner auf der schnellen Runde. Die ersten drei Platzierten sind in der Box. Kann das ja mal ganz schnell durchgehen. Sascha Glatter immer noch auf der 1 mit einer 1:19.543, gefolgt von Max Mutschka. Auf der 3 Felix Kunz, auf der 4 Patrick Weidenfeller, der gerade wieder rausgefahren ist. Auf der 5 Oliver Scharlach, auf der 6 Marius Rieder. Auf der 7 Sergej Blum, auf der 8 Michael Arendt, auf der 9 Jens Jakob, auf der 10 Siegfried Büchner. Auf der 11 Simon Semmler und Running Back, auf der 12 Michael Beuster, auf der 13 Volker Prelz, auf der 14 Alvin Vladaric, aber ich denke, da kommt gleich noch was. Auf der 15 Thorsten Schwertfeger, ja, der hat heute schon gesagt, Regen, irgendwie klappt das nicht mit dem Auto, ich hoffe mal, dass auch da noch ein bisschen was kommt. Auf der 16 Roland Behrer, auf der 17 der Marcel Kempinger. So, und wir sind hier beim Patrick Weidenfelder von P1 Gaming bei Schubert Motorsport. Ja, 3 Minuten 13 noch auf der Uhr. Also das Finale läuft, aber vorne geht auf jeden Fall nichts mehr. Nur hinten könnte noch was gehen. Also alles unter einer 1:24 hoch ist, glaube ich, nicht mehr drin. Und ja, von da aus Fahrer wie Alvin, Vladaric, Thorsten, Schwertfeger können sich nur noch minimal verbessern. Versuchen das aber auch. Dann vorne die ersten drei in der Box. Das wird auch so bleiben, da bin ich mir sicher. Ja, ist mir was aufgefallen, dass die Spitze vorne sagt, das ist fast neue Fahrer. Ja, auf jeden Fall. Allerdings
ja, neue Fahrer, du sagst es. Hätte nicht vielleicht eher in Division 1 packen sollen, aber so ist ja die Regel, dass man erst in Division 2 muss, um dann aufzusteigen. Ja, die, das einzigsten, halt das die einzigsten, die in Division 2 schon länger sind, das ist der Felix Kunz und der Max Mutschka. Der Patrick Weidenfelder ist neu, Sascha Glatter ist neu hinzugekommen, Oliver Scharlach ist neu hinzugekommen, Marinus Rieder ist neu hinzugekommen. Also für den ersten 6 4 neue Fahrer und da hat sich Patrick weggeschossen. Hoffentlich ist das Auto da nicht ganz kaputt gegangen. Also man sieht, hier geht's echt rund. Wen haben wir noch hier? Da haben wir den... Oh, da muss er ausweichen. Wer war denn das gewesen? Sah aus wie ein Ford GT. Ja, auch hier sieht man Marinus schon 3 Sekunden hinter der Topzeit. Also vorne an der Spitze, da wird sich nicht mehr viel geht. Was auch wahrscheinlich der Grund ist, warum die ersten drei auch nicht mehr rausfahren. 1,20 ist jetzt einfach nicht mehr zu erreichen. Von daher denke ich mal, gerade Drops gelutscht. Definitiv. Und man sieht, es hört nicht auf zu regnen. Die Strecke wäre sowieso nicht so schnell abgetrocknet. Jetzt ist es nur spannend zu sehen, wie das Wetter im Rennen wird, ob es da auch regnen wird. Also ich denke, es wird regnen, aber mal gucken, ob es von Anfang an auch schon nass ist. Das werden wir dann sehen. Pappen werden ja neu gemischt. Mama. So, ich glaube, wir haben da gerade eben den Teamkollegen von Jens Jakob gesehen. Kann das... Ja, das kann auf jeden Fall sein, denn Jens Jakob fährt ja. Es kommt darauf an, ob der andere Ford von GT escaped hat oder weiterfahren konnte, aber ich denke, das wird Jens Jakob gewesen sein, denn er kann auch schnell fahren. Da vorne was? Ach, nee. Ja. Ja, ich vermute mal, das war der Roland Vera gerade eben gewesen, der da einen Reifensatz in der Schikane erwischt hat. Ärgerlich. Ja, die Zeit ist abgelaufen, Qualifying ist vorbei. Die Fahrer können selbstverständlich die Runde noch zu Ende fahren, aber ich glaube, es ist keiner mehr gut unterwegs. Nee, das war's dann auch. Wir werden jetzt in die Box fahren. Ja, das war's dann. Dann können wir uns gleich auf 60 Minuten Action freuen. Im Rennen gleich. Ja, da kommen sie jetzt auch rein. Thorsten Schwertfeger ist noch draußen, Marinus Rieder ist noch draußen und Patrick Weidenfelder, die fahren noch. Engel. Ab auf Startziel und... Ja, da sind sie jetzt alle in der Box. Das heißt für uns, wir gehen in eine ganz kurze Pause und holen uns mal die ersten drei Platzierten dann zum Interview. You were moved.
So, jetzt ist die kurze Pause vorbei. Wir haben die ersten drei des Qualifyings hier in unserer Kommentatorenkabine. Wir fangen an mit dem Pole-Setter Sascha Glatter. Ja, Sascha, Platz 1 für dich ist keine große Überraschung. Ja, dadurch, dass du jetzt in Division 2 fährst, sage ich mal, bist du nicht außer Konkurrenz. Das will ich jetzt nicht sagen, aber du bist doch schon, finde ich, ein bisschen der Favorit. Wie siehst du das? Hallo erstmal. Weiß ich nicht. Ich kenne die anderen Leute nicht. Lass mich überraschen. Aber wenn du sagst, ich bin Favorit, ja. Ja, stimmt. Das bist du auf jeden Fall. Ja, Pole Position für dich. Hat alles so funktioniert, wie du wolltest? Letzter Sektor nicht so ganz, aber sonst war die Runde eigentlich ganz okay, fand ich. Ja, hast du die Pole Position. Gut, dann danke erstmal bei dir und willkommen jetzt zum Zweitplatzierten Max Mutschka. Ja, Max, Platz 2 für dich. Viel hat nach vorne nicht gefehlt. Bist du zufrieden mit Platz 2? Guten Abend erstmal. Ja, ich bin eigentlich schon zufrieden. Es war ein bisschen schade. Ich denke mal, es wäre mehr drin gewesen. Ich wollte relativ schnell raus, weil ich mir sowas gedacht habe schon. Aber es war dann in den ersten Kurven sowas relativ viel getrödelt wurde, sage ich mal. Und somit war ja Sascha einfach ein paar Kurven vor mir, was halt der Vorteil war. Ich denke mal, die Zeit hätte ich angreifen können. Aber nur, wenn ich, sag ich mal, auf einer Höhe gewesen wäre. Aber Platz 2, erste Startreihe, vollkommen zufriedenstellend. Ja. Das ist gut. Gut, dann bedanke ich mich auch bei dir und dann kommen wir jetzt zum Drittplatzierten des Qualifyings, Felix Kunz. Ja, Felix, für dich heute das erste Rennen in Division 2 auf jeden Fall. Wie ist es dir ergangen? Platz 3, bist du damit zufrieden? Hallo erstmal. Klar, ich bin auf jeden Fall zufrieden, ich bin ein Neuling und ich hatte nur leider das Pech, dass ich am Anfang in einen ziemlich schweren Unfall verwickelt war, den ich aber selber veranstaltet, sag ich mal, jetzt habe. Aber ich bin mit dem dritten Platz ziemlich gut zufrieden und mal schauen, was im Rennen so geht. Jo, das gucken wir mal. Dann nochmal eine Frage. War ja ganz klar zu sehen, ne? Also am Anfang des Qualifyings konnte man noch gute Zeiten fahren, aber der Regen hat dann am Ende bessere Zeiten verhindert, oder? Finde ich auch so. Also am Anfang war eigentlich die beste Chance dazu, aber naja. Ich hatte leider das Pech und eigentlich hatten die anderen dafür dann mehr Glück, aber naja, einige haben es genutzt, einige nicht. Naja. Ja, okay, gut. Ja. Ja, nochmal Sascha, wie viel hat denn der Alvin dir bezahlt, damit du für VMR fährst? Nix. Ah, gibt's ja gar nicht. Ja, aber schön, dass du dabei bist, auf jeden Fall. Bin ich gut. Ich auch. Belebt das Geschäft. Ja, dann. Bleibt nur noch zu sagen, viel Glück jetzt gleich fürs Rennen und vielleicht sehen wir uns ja nachher nochmal wieder. Jawohl, hoffentlich. So. Gut, dann schieben wir euch jetzt wieder zurück.
Geil. Ich wollte gerade sagen, du bist ja gar nicht da drinne. Also, wir sind zurück jetzt zum Rennen gleich. Das Warm-up ist schon in den letzten Zügen, 2 Minuten noch und regnet immer noch. Also, wir können davon ausgehen, dass es auch gleich im Rennen regnen wird. Ja, du sagst es. Und das wird hier nicht weniger, ne? Ja, definitiv nicht. Also, wir haben eigentlich zum ersten Mal so ein richtiges Regenrennen. Sonst hatten wir immer nur Regen mit Mischbedingungen. Mal gucken. Also, man sieht es. Es regnet wirklich sehr doll. Die Strecke ist sehr nass. Ich denke, das wird dem Rennen noch mal ein bisschen mehr Würze verleihen. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben durch den Regen jetzt 2 Brennpunkte. Zum einen direkt nach Startziel die Schikane. Wenn die Leute da im Zweikampf angedonnert kommen, dann muss auf jeden Fall der Windschattenfahrer höllisch aufpassen und viel früher abbremsen, weil er nämlich sonst einfach geradeaus durchrauscht. Gleiche Problem werden die Fahrer aber auch haben im letzten Sektor, wenn sie aus dieser langgezogenen Rechtskurve kommen, kommt eine scharfe rechts und dann geht es in einer Links-Rechts-Links-Passage und diese Links-Rechts-Links-Passage, die hat es in sich. Also im Trockenen schon sehr schwer zu fahren, da kommt ganz gern das Heck, weil gerade die Curbs da auch sehr rutschig sind und jetzt unter Regenbedingungen. Curdy, ich glaube, da wird sich heute so der ein oder andere wegbrennen. Ja, definitiv. Hoffen wir mal, dass es keine schweren Unfälle gibt. Aber den einen oder anderen Unfall, den haben wir auf jeden Fall. Ja, im Bild Max Mutschka fürs International Racing Team im Moment Platz 2 im Warm-up. 1,22 hat er gefahren. Ja, 20 Sekunden noch. Dann wird es auch gleich weitergehen zum Rennen. Ja, ich bin mal gespannt, wer sich da in den letzten Tagen noch ein vernünftiges Regensetup herausgearbeitet hat. Ja, Zeit ist abgelaufen. Ich habe aber auch gehört, dass es in den letzten Tagen immer nass war, was eigentlich ein Vorteil für die Fahrer jetzt ist. Ich habe dann immer so Sprüche gehört, ah, oh, nicht schon wieder Regen, kann es nicht trocken sein, wenn ich fahre. Aber genau das brauchen die Fahrer jetzt eigentlich. Also das haben sie gebraucht, ein bisschen Training im Nassen. Mal gucken, wer von den Favoriten Regen trainieren konnte. Ich denke fast alle, weil es war wirklich oft nass hier. Und mal gucken, du sagst es, wer hat ein gutes Regensetup? Können gespannt sein. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie der Start verlaufen wird. 17 Autos werden gleich zur fast gleichen Zeit auf die Schikane zudonnern. Und da muss vor der Schikane muss eigentlich schon geklärt sein, wer jetzt da als erstes durchfährt. Und ansonsten, der Rest der Strecke ist eigentlich ziemlich... Langgezogene Kurve kannst du auch noch mit einem guten Speed gehen. Dann im letzten Sektor kommt die scharfe rechts und dann wird's interessant. Da wird also wirklich Topfahrer und nicht so gute Regenfahrer werden sich da ganz gepflegt trennen. Und nochmal die Quali-Zeiten für euch eingeblendet. Also 1,20, 1,19, das waren so die Zeiten im Regen. Und Markus, trocken. Wetterwechsel. Was ist denn hier los? Ja, wir sind eine Session weitergesprungen. Also, da haben wir dann doch jetzt trockene Bedingungen am Start. Also, das wird, glaube ich, nicht nur uns verwundern. Ja, und da geht's los. Ja. In die Einführungsrunde. Genau, die Einführungsrunde. Ja, es ist hell. Kein Regen. Doch, die Straße ist nass. Ja, die Strecke ist nass auf jeden Fall. Die Strecke ist nass. Aber es könnte abtrocknen dann jetzt bald. Also, ich denke, alle sind dann auf Regenreifen rausgefahren. Ich hoffe, das haben alle gesehen. Wenn jetzt jemand auf Slicks unterwegs ist, das wird nicht gut ausgehen, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber einen blauen Himmel da. Ich weiß nicht. Erinnere dich mal an den Norrisring. Da haben wir auch so ein Wetter gehabt und ein paar sind da wirklich auf Slicks durchgefahren. Ja, gucken wir mal. Die Frage ist halt dann bloß hinten am Start, ob sie auf der Strecke bleiben können. Wird es sich auf jeden Fall lohnen, wenn die Strecke trockener wird, aber jetzt auf jeden Fall ein Nachteil.
So, Sascha Glatter also im Bild, derjenige, der die Einführungsrunde hier leitet, der das Tempo vorgibt. Und ja, die Reifen sollte man trotzdem auf Temperatur bringen, aber ich könnte mir vorstellen, die meisten trauen sich nicht, denn ja, das Peinlichste ist, eine Einführungsrunde abzufliegen. Da sollte man aufpassen, denn das ist umso bitterer. Wo du gerade das ansprichst, aber ich kenne da jemanden, dem ist da letztens was passiert. Ja, siehst du von hier? Nein. Bei unserem Porsche-Event. Ja, da haben wir doch hier den Stefan Ebert, der ist doch in der Einführungsrunde, ist er von der Strecke gekommen. Der war so nervös gewesen, dass er von der 1 starten durfte. Ja, Division 1 geht ja heute an den Start. So, Fahrer sind auf Start hier angelangt. Vorne im Bild der Postsetter Sascha Glatter, dahinter Max Mutschka. Wer ist denn heute dein Favorit? Meiner ist der Sascha. Wer meiner auch? Dann sage ich mal Max Mutschka. So, die Ampeln gehen in jedem Moment an. Da ist es soweit. Und das Rennen am Salzburgring ist gestartet. Vorne ist der Ratter, kommt sehr gut weg. Dahinter ist aber schon. Patrick war gerade ein bisschen weit draußen gewesen. Die fächern schon aus dahinter. Und jetzt aufpassen. Keine Berührung bitte. Also kommen wir mal gut durch. Ja. Nichts passiert da hinten. Vorne Sascha Glatter vor Max Mutschka und Marius Rieder. Felix Kunz hat also eine Position verloren. Da hinten scheint alles soweit okay zu sein. Ja, der Blick auf die Strecke sagt, ein Fahrzeug ist abgeschlagen. Schalt mal zu Michael Ahrens. So, da haben wir ihn. Ne, wieder schief gegangen. Ja, ist nicht schlimm. Wieso will er denn nicht schief? Da haben wir. Nee, das ist halt Glatter wieder. Ja, vergiss es. Auf jeden Fall Michael Ahrens ein bisschen abgeschlagen. Da gab es vielleicht ein Problem. Und wir haben jemanden, der aus der Boxengasse gestartet ist. Das ist eben Michael Ahrens. Abgeflogen wird dann Volker Prelt sein am Anfang. Ja, und da im Hintergrund hatten wir gerade auch einen Abflug gehabt. Ja, da ist Alvin Radaric. Ja, große Gischt haben wir nicht, nur an den Reifen sieht man ein bisschen, also hinter den Reifen sieht man ein bisschen Wasser, aber die Licht ist, denke ich, ganz gut. Oh, da fächert ein Mercedes aus. Und da fächert einer vorbei. Was auf Abwägen. Ja, Alvin ein bisschen zurückgefallen. Sehr weit, großer Rückstand, da gab es wohl auch was. Nur auf Platz 15. Ja, da war was. In der ersten Runde, bin ich mir sicher. Hier ist es eng. Vorne haben wir Oliver Scharlach und dahinter Patrick Weidenfelder. Ja, Panacek gegen Schubert. Ja, beide sehr nah beieinander und Patrick versucht ein bisschen Windschatten mitzunehmen. In den schnellen Kurven ist das eher nach. Ja, jetzt ist er vorbei. Das gibt's ja nicht. Das war ja ein Durchwegen. Ja, Patrick wurde durchgereicht, also ganz klar. Da war irgendwas beim Oliver gewesen. Der ging ziemlich weit nach außen, hat ihn da durchgelassen. Ja, wahrscheinlich ein bisschen auf die nasse Spur. Aber vorne ist ziemlich eng. Ja, es geht. Nein, da war was. Ah, da, genau. Sascha Glatter, Marinus. Marinus, genau. Ich will immer Marius sagen. Der Marinus. Die drei geben sich hier richtig die Kante gerade. Marinus greift da auch schon an. Das schauen wir uns aus der Cockpit hier mal an. Ja, also die drei konnten nicht absetzen, dahinter Sergei Blush und 3,6 Sekunden Rückstand. So, jetzt kommen wir hier in den Turm, wo ich eben sagte, langgezogen nach rechts. Ja,
dann kommt eine etwas scharfe rechts und dann wird's rutschig. Oh, und da wird rutschig und ja, da fallen und hier Packmuskeln und raus zum Rückspiel. So, jetzt haben wir die Links-Rechts-Kombination. Ja, okay, da holt er ziemlich auf dem Dashanti-Platter. Und da gibt's den Angriff. Dashanti-Platter wollte die Führung. Das ist jetzt aber ein bisschen unerwartet. Ist er auf X drauf vielleicht? Und Marinus nicht? Ah, oh, das ist der Fehler. Ja, da müssen wir vorbeilassen. Ja, direkt super geklärt, gut gesehen, super kann. Da wird gar nicht diskutiert, wurde abgekürzt und dann lässt man natürlich seinen Gegner vor. Ja, und schon, er ist schon wieder dran. Also das ist sehr komisch, dass Sascha hier nicht so schnell ist. Ich hätte das nicht so erwartet. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich glaube, da hätte es nichts drauf und der Marius Ring hat. Das ist die einzige Erklärung. Ja, aber guck mal, wie... Oh, da hat er den Fehler aufpassen. Marius kommt da ja fast spielerisch an und immer ran. In den Kurven aber. Ja, Empower. Oh, was denn? Oh. Hat er fast schon mal rangeklopft. Ja, dein freundlicher Ton, der gehört dazu. Beide können den gut rausbeschleunigen. Und ja, jetzt kommt wieder die Situation. Marinus im Windschatten. Das heißt, er wird auf jeden Fall früher... Oh, Marinus aus Gras! Da hat er ihn, jetzt hat er ihn. Beide auf gleicher Höhe. Wer bremst zuerst und wer verbremst sich? Marinus! Ah, oh, gut, oh, gut, oh, auf der Bremse. Sehr gut auf der Bremse. Gut gesehen, früh genommen aufs Bremse da gegangen und sauber durch. Ja, wenn er sich jetzt sofort absetzen kann, dann denke ich, wird es wirklich so sein, dass das wird der Sascha. Marinus Rieder Ringreifen drauf hat und Sascha nicht, weil ich kann mir das anders nicht erklären. Sascha wird das aber so nicht stehen lassen. Ja, nein. Richtig guten Runde, 1,22. Ja. Und wir haben Gelb im ersten Sektor. Das Oliver Scharlach ist hier im Bild und davor. Und vorne müsste Patrick sein. Genau, Patrick Weidenfelder. Da hatten wir ja vorhin schon das Duell. Und der Oliver, der scheint jetzt wieder ranzukommen. Wir wissen ja noch, hat einen Fehler gemacht, ist zurückgefallen. Aber vorbei ist es noch nicht. Ja, und guck mal, Marinus Rieder, Bestzeit 1:21.366. Und hat jetzt schon einen Vorsprung von 1,4 Sekunden auf den Sascha. Also das ist wirklich sehr verwunderlich. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Sascha ein Regen-Setup geladen hat und der Marinus vielleicht Trocken-Setup. Das könnte noch eine Möglichkeit sein. Weil reifentechnisch, das glaube ich nicht. Dann wäre der Unterschied viel größer. Drin. Wieder zurück hier bei Scharlach und Weidenfelder. Aber den Too Fast da. Ja, jetzt gucken wir mal ein bisschen hier zurück. Ja, war eine gute Idee, denn jetzt sind wir hier in dem noch engeren Duell. Weidenfelder gegen Schala. Oh, was ist denn jetzt? Geht er in die Box? Tatsächlich. Dann geht er jetzt schon auf Trockenreifen. Das könnte durchaus sein. Frage ist, ob die Reifen bis zum Ende halten. Ich hätte ein bisschen gewartet, damit man durchfahren kann mit den Trockenreifen. Aber naja, er pokert.
Ja gut, Patrick fährt zum ersten Mal jetzt so ein Rennen mit den Autos und pokert, das ist ganz klar. Bleibt auch recht lange stehen. Ja, aber das ist ein normaler Boxenstopp, kein Schaden, da bin ich mir sicher. Ja. 21 Sekunden, das ist ein normaler Boxenstopp. Tritt wahrscheinlich dazu. Wir gehen aber mal hier hin. Von Steppo Sin Racing wird gleich vielleicht sogar überholt. Thorsten Schwertfeger. Der sitzt da nämlich im. Oh, es regnet, es regnet. Ich habe Tropfen gesehen. Der Regen fängt wieder an. Oh, das ist natürlich jetzt das Schlimmste, was passieren konnte für Patrick Weidenfelder. Aber Thorsten muss sich da jetzt verteidigen. Ja. Der hat nämlich den Michael Wolf da im Nacken sitzen. Und es regnet weiter. Ja, was ist weiter? Es fängt an und ich denke, dass der Regen auch länger anhalten wird. Was natürlich, wie gesagt, für Patrick Weidenfelder bedeutet, dass ja, Rennen nicht gelaufen, aber die Strategie ist in die Hose gegangen. Wasser gefallen, könnte man sagen. Oh, Thorsten hat den Schlenker und Oyster ist vorbei. Ah, noch nicht? Jetzt aber, ja. Das hat zu Zeit gekostet. Kommt aber jetzt weit raus, aber das. Da wählt jetzt Albin Radaric wieder. Er ist halbwegs eng. Ja. Ja. Zurück zum Team Sascha Glatter. Ja. Er kommt jetzt wieder ran. Aber nur weil Marvin jetzt wieder an die Kopf. Nee, die sind nebeneinander gewesen. Da ist er vorbei. Aber auch auf der Bremse vorbei, ja. Also ich würde mal sagen, du hattest recht mit der Kombination. Sascha auf Regenreifen und Magnus mit Slicks. Definitiv. Weil, wenn man sich jetzt mal guckt, wie Sascha hier abgeht. Schalt mal zurück, der verliert noch eine Position. Der wird jetzt durchgereicht. Gucken wir mal, wie er das anstellt. Ja, Mats Mutschka ist auch vorbei. Ja, bleib mal auf ihn, der wird jetzt zurückfahren. Mal gucken, ob er das schafft, bis an die Box zu kommen und einen Abflug. Guck mal bei ihm jetzt. Und der Regen ist sehr, sehr stark. Ach, das ist doch mal hier. Also heute wird den Fahrern hier alles abverlangt. Und gelb in Sektor 1, also der erste wurde schon mal überrascht. Oh, das ist abgeflogen! Das genau ist die nach, Stelle, gesagt hat. Genau die genau Stelle, da. Was ich gesagt habe, da darfst du einfach nicht hin. Für ihn. Aus. Da geht der Motor kaputt, da geht der Reifen fliegen. Das ist die bescheidenste Stelle im ganzen Rennen. Ja, Max Mutschka in der Box gewesen. Auf jeden Fall ist Marinus wieder raus, wir haben es gerade gesehen. Und auch Sergej Blume ist raus, auf Platz 16. Der ist also auch abgeflogen. Ja, und Sascha Glatter vorne. Ein Wahnsinnsvorsprung von 3,5 Sekunden auf den Max. Ja, dann rennen. Ja, Marius wieder ausgefallen, wie gesagt. Genau in der Kurve, an der Stelle, wo ich gesagt habe, wo du einfach nicht abfliegen darfst. Es ist so eine blöde Stelle, die Reifen.
So, jetzt haben wir uns auch ein bisschen lauter nochmal gemacht. Wir haben gerade die Info bekommen, dass wir ein bisschen zu leise sind. Ja, und da ist gerade eine Überrundung gewesen. Ich habe gerade die Info auch bekommen. In Division 1 ist das Chaos richtig ausgebrochen. Da gibt es einen Neustart, habe ich gerade gelesen. Also, wir sind ganz nah dran und Alvin konnte sich der Wein auf Platz 7 vorfahren. Patrick Weidenfelder ist zurückgefallen auf Platz 13. Thorsten Schwertfeger, da muss auch was gewesen sein. Der ist nämlich auf Platz 14 jetzt. Und Sascha dreht hier ungehindert seine Runden. So, ich suche uns mal was raus. Da haben wir so ein kleines Dreier-Package. 1,5 Sekunden auseinander. Hammer. Simon Semmler also vorne. Dahinter haben wir Alvin Bradaric, also der Teamkollege vom Führenden. Und Michael dahinter Beuster. Michael Beuster, genau. Also, Spaß zu viel. Wir haben Sandwich aufgebaut mit Alvin Bradaric mittendrin. Ja, Hot to Furious hätte eigentlich aufsteigen sollen, meiner Meinung nach, aber dann gab es da wohl wieder irgendeine Sonderregelung oder so. Ihr habt noch was mehr, Enges. War hier. Oh ja. Hier, glaube ich, ein Splitter auch da vorne. Also, hier ist es eng. Vorsicht! Das sind der Jens Jakob und der Volker Prelz. Davor auch noch Michael Abends, oder? Ja, genau. Die drei sind hier ganz nah beieinander. Und da vorne, da fehlt nicht der Splitter, das sieht man im Ford GT einfach. So, haben wir es mal. Ah, jetzt sehr eng hier. Schatten geht aber ein bisschen raus. Er sieht nichts, denke ich mal. Das ist das Problem. Außen. Auf der Bremse. Aber geht nochmal zurück. Beide haben früh genug gebremst und haben sich auch da den gehörigen Platz gelassen. Also ganz fair aufs Fahren hier heute. Jetzt geht's hier durch. Ja, aus wie ein Omega. Oh, Vorsicht, da war. Er konnte ihn, glaube ich. Ja. Und dahinter gibt es jetzt das Überholmanöver. Da geht jetzt Michael Ahrens an Jens Jakob vorbei. Den und greift sich direkt den nächsten. Ja, der hat einen ungemeinen Highspeed gehabt. Hatten. Ja, und Sascha Glatter. 1,22, 6, 9, 4 in der letzten Runde. Brennt jetzt eine 1,22, nein, die Bestzeit 1,22,001. Der kloppt jetzt eine Runde nach der anderen raus. Ja, es spannt sich da auch der nächste Zweikampf an. Zwischen Siegfried Blücher und Alvin Bradaric. Platz 6 und 7, da gehen wir jetzt mal hin. Weil nämlich Alvin da immer näher rankommt. Ja, erste Rennen. Erste Rennen vom Alvin nach langer Zeit. Ist auch ganz böse gewesen, dass ich heute nicht mitgefahren bin. Ich finde es auch echt schade, ich wäre gerne mitgefahren. Gegen Alvin oder mit dem Alvin, gegen Alvin fahren. Das macht immer wieder Spaß. Ich habe mit dem Alvin sehr viele Trainingsrunden auf dem Eifelring vor ein paar Wochen gedreht. Das war auch immer ganz witzig. Der Alvin sollte man hier auf jeden Fall auf dem Zettel stehen haben. Ja, definitiv. Und ist ein sehr ruhiger Fahrer. War schnell. Ja, natürlich schnell, aber er checkt seinen Gegner vorne ab und guckt, wo kann ich angreifen und nicht, ne? Er wartet dann auf seine Gelegenheit. Also ist er im Windschatten, saugt sich ran. Wird aber nicht reichen, denn jetzt müssen sie schon anfangen zu bremsen. Aufpassen, oder und das Heck, aber auch bei Alvin, also darum konnte das jetzt nicht nutzen und muss sogar ein bisschen Meter. Ja.
verlieren. Oh, Vorsicht! Da stand er quer, ein schöner Drift. Wir gehen aber jetzt nochmal auf den Roland Lehrer und Michael Ahrens. Hier, das Dreiergespann ist sehr dicht beieinander. Oh, Patrick Weidenfeller ist derweil ausgefallen. Schade. Ja, das war aber auch nicht. Das konnte ich ja schon sein, er war auf Slicks unterwegs. Bei den Bedingungen kein Wunder. So, da kommt der Angriff jetzt. Und geht auch mit jeder Menge Überschuss geht er dran vorbei und damit ist der Drops futsch. Ja, vielleicht gibt es da noch einen Konter. Vielleicht kann er jetzt in Windschatten wieder zurückkommen, die müssen wir sehen. Jetzt natürlich ein sehr schwieriger Part hier. Ja, da kommt er selbst ziemlich weit raus. Also die Bedingungen sind auf jeden Fall garstig hier. Oh, da sieht man auch, wie nah die Fahrer an den Reifenstapeln da vorbeifahren, ist gefährlich. Haben hier aber sehr gut raus. Oh, Vorsicht, da war es gerade. Und Michael Beuster ist an der Box. Ja. Da kann es eigentlich nur frische Regenreifen geben. Währenddessen hat sich Alvin Siegfried geschnappt. An Platz 7, Platz 8, Platz 9, Platz 10, Platz 11. Die sind eigentlich recht beieinander. Da kommt wieder ein Überholmanöver. Ja, zwei Ford GTs. Teamkollegen sogar, nämlich. Eric Noel. Da haben wir den teaminternen Zweikampf. Auch mal ganz interessant. Können ja auch nicht alle Tage, dass so ein teaminternes Duell gemacht wird. Ja, hoffentlich nicht so wie in der Formel 1 bei Mercedes. Keinen Unfall bitte. Oh, da gab es schon fast eine Berührung. Also die Bedingungen sind wirklich richtig, richtig schlecht jetzt hier. Es regnet weiterhin und die Strecke ist verdammt nochmal nass. Jetzt zeigt sich, wer ein richtiger Racer ist. Vorne übrigens ist es auch gar nicht mal so, ja, nicht eng. Also es ist nicht eng jetzt, aber es ist auch nicht... Alvin und Siegfried direkt hintereinander in die Box gefahren. Ja, Boxenstopp an den beiden. So vorne 5 Sekunden trennen. Sascha Blatter und Max Mutschka. Also es ist nicht eng, aber die sind auch nicht so weit weg. Oh, da dreht sich der Mercedes raus. Das muss... Das müsste... Roland Vera, war das... Das war auf jeden Fall ein Mercedes. Das muss der Teamkollege von Siegfried gewesen sein. Volker Pelz war das gewesen. Ja. Ja, heute zum ersten Mal ein Start. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt nicht sofort das Auto erkannt haben. Ja. Da hat sich der Mercura zu einer Mercurie zusammengeschrumpft. Der Spruch des Tages. Das habe ich am Wochenende zweimal gesehen. Das ist ja wie bei der ADAC GT Masters. Ja. Da hat es ja auch zweimal gelbe Badewanne erwischt. So, aber jetzt schauen wir mal, was haben wir denn jetzt hier noch an engen Geschichten? Michael Ahrens, Roland Wehrer, 3 Sekunden. Und ab Platz 8 haben wir schon Überrundung, ne? Ja, definitiv. Also das liegt aber an den Boxenstopps. Ja, momentan auf Platz 1 Sascha Glatter. So, wenn da jetzt nichts Gravierendes passiert, würde da sein Vorsprung
mittlerweile 5,4 Sekunden. Dahinter haben wir dann Max Mutschka. Mit schneller Runde, also mit gutem Sektor. Wir haben wieder gelb im letzten Sektor, also passiert viel. Und Volker Prelz ist in der Box. Da holt er sich wahrscheinlich einen neuen Splitter. Auf Platz 3 Oliver Scharlach. Den habe ich ja jetzt da vorne überhaupt nicht im Sektor gehabt. Konnte durch die Probleme und Fehler der anderen sehr gut profitieren und konnte sich mit seinem Auto auf Platz 3 vorschieben und mit einem beachtlichen Vorsprung auf den Felix. Satte 10 Sekunden. Da haben wir nämlich einen Unfall, ich hab's gesehen. Roland Behrath ist im Kiesbett. Ja, da haben wir schon, wir spulen noch ein bisschen zurück. Ja, einfach verbremst, guck. Da hat er nicht mit diesen nassen Bedingungen gerechnet und da geht's dann ins Gras und danach ins Kies und dann steckt er fest, wie wir sehen. Steht da immer noch, sehr, wenn ich es richtig sehe. Ne, jetzt ist er wieder, jetzt ist fetter wieder. Sehr schwer rauszukommen. Und muss sich hinter dem Alvin einreihen, wenn ich das richtig sehe. Genau, direkt dahinter, du sagst es. Oh, dahinter ist es eng. Denn hier haben wir Thorsten Schwertfeger mit Lichthupe. Ist im Duell mit Roland Vera. Und Siegfried ist in der Box. Haben mit Jens Jakob. Genau. Der Siegfried ist das zweite Mal drin, ob dem da gerade auch noch irgendwas passiert. Und ich glaube, da ist ein bisschen Eskalationspotenzial von, wenn es gerade schon eine Lichthupe gab. Ja, auf der Geraden scheint Roland Vera schneller zu sein. Aber er kommt so vor in den Kurven, scheint Thorsten Schwertfeger einen Vorteil zu haben. Verschiedene Setups. Aber auch nach einer Überrundung aus. Ob da vielleicht deswegen die Lichthupe gegeben hat, dass er gesagt hat, hier kommt zwar vorbei. Nee, ist keine Überrundung. Wir sehen das doch hier. Roland Vera auf 8 und Thorsten Schwertfeger auf 9. Also die sind direkt im L. Ja, wir gehen ein bisschen weiter mal nach hinten. Wir gehen mal zu Michael Ahrens. Bleibt. Er fährt alleine und nach vorne und nach hinten auch nicht viel zu tun. Alvin, das ist ein Boxenstopp. Oh, Alvin kommt da hinten auf Abwägen. Er kommt da mit einem Slide aus der Kurve, alter Schwede. Der ist hier richtig am Anfeuern und macht sich auf den Weg Richtung Michael Ahrens. Ja, und vorne interessant ist zu sehen, dass der Abstand so bleibt. Immer noch 5,8 Sekunden. Also Max Mutschka kann den Speed von Sascha Glatter absolut gehen, aber es reicht nicht, um sich wieder ranzukämpfen. Beide fahren aber ein ganz eigenes Rennen, wie man sehen kann, nämlich auf Oliver Scharlach, den Drittplatzierten, schon 27 Sekunden. Das konnte man aber davor schon so ein bisschen vermuten. Beide vorne sich absetzen. Ja, war schön zu sehen, dass es für den Alvin doch noch ein bisschen nach vorne gegangen ist. Alvin hat sich sehr auf das Rennen gefreut, wir haben viel drüber gesprochen. Und mieses Quali, Platz 15, glaube ich, ist er ins Rennen gegangen und hat sich jetzt durch Missgeschicke anderer und ein, zwei guten Zweikämpfen mittlerweile auf Platz 7 vorgefahren. Ja, muss aber sagen, Platz 15 war halt dadurch geschuldet, dass er am Anfang nicht draußen war und der Regen eingesetzt hat. Ja, hier ist es eng, Thorsten Schwertfeger. Ja, aber Thorsten ist im direkten Duell mit Alvin.
Also das wird eine... Ja, muss er jetzt ihn? Oder nee. Muss ihn er? Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist... Nein, im Duell. Also, nach vorne ist eine Überrundung. Bei Roland Vera und Thorsten Schwertfeger, die sind im direkten Duell. Da haben wir Alvin, der hat sich gedreht. Da hat Markus aber gut aufgepasst. Das schauen wir uns dann nochmal an, was da passiert ist. Erste Kurve verbremst, gucken wir mal. Alvin, tut mir echt leid, aber heute geht mir hier nichts. Ja, da kam das Heck beim Rostbeschleunigen. Aber Gott sei Dank ist da nichts passiert. Kann sofort weiterfahren, hat aber Zeit gekostet. Und jetzt ist er auch zurückgefallen. Ja. Und Thorsten ist dran. Richtig, also wollte ich gerade sagen. Wir trennen jetzt nur noch etwas über eine Sekunde. Alvin sieht auf jeden Fall Thorsten jetzt im Rückspiegel und da baut Druck auf. Ah, aber Alvin kann sich da wieder ein bisschen besser wegsetzen. Der kann den Windschatten vom Vordermann nutzen. Und Alvin ist generell, glaube ich, ein bisschen schneller als Thorsten Schwertfeger. Alvin hatte ja auf jeden Fall eine sehr schöne Linie in den letzten Kurven. Kommt sehr zügig dadurch. Ist jetzt im Windschatten drinne. Und hat sich mal eben wieder auf 2,4 Sekunden ausgebaut. Alter Schwede. Also das Regenwetter, man könnte ja fast sagen das Eifelwetter, aber ist ja nicht die Eifel. Ja, könnte es aber vom Wetter sein, also ja ähnlich gewesen am Wochenende. Ja, momentan können wir hier leider nicht mehr, also ab Platz 4 werden mir nur noch die Runden angezeigt, aber keine Strecken. So, Thorsten kann. Oh, da hat's aber gerumst hier. Wer war denn das? Sehen können, was das für ein Auto war. Schade. Aber bleiben wir hier drauf, weil Thorsten kann jetzt hier den Windschatten ebenfalls ausnutzen und vielleicht kommt er da auch ziemlich zügig dran vorbei, um weiter die Jagd auf den Alvin fortzuführen. Wir schalten aber mal weiter durchs Feld. Da haben wir einen Abstand von 14 Sekunden. Also momentan hinten keine wirklichen Zweikämpfe. Hier haben wir 24 Sekunden. Ja, wie sollen wir denn Licht ein? Hört ihr in der Box stehen? Ja. Sascha Glatter immer noch vorne.
Mittlerweile 6,6 Sekunden vor Max Mutschka. Ja, 6 Sekunden, also der Abstand ist ein bisschen größer geworden. Aber es hat aufgehört zu regnen, wenn ich es richtig sehe. Ja, du sagst es und man sieht es schon, es gibt eine kleine trockene Spur, wenn mich meine Augen nicht irren. Ja doch, man sieht ganz klar, da gibt es eine hellgraue Linie. Die Ideallinie ist trocken. Ja. Aber neben der Idealin, das ist nass. Also man, wenn man auf Slicks geht, muss man extrem aufpassen. Also es ging sehr, sehr schnell. Ja, du sagst es, also neben der Idealin ist es noch nass. Auf Platz 3, Oliver Schach. Wahnsinnsabstand. Also. Platz 1 und Platz 3, 34 Sekunden. So. Beiden vorne, die brennen da ein Feuerwerk ab. Hier ist es eng zwischen den beiden Fahrern. Einmal Thorsten Schwertfeger. Und das müsste Roland Vera sein, der dahinter klemmt. Aber ich würde mal sagen, ich halte mir jetzt hier auch ein Auge auf Felix Kunz und Simon Semmler. Sind noch 3 Sekunden, dann sind die da auch im direkten Zweikampf. Aber momentan habe ich hier das engste Duell. Thorsten wird sich hier gleich verteidigen müssen. Ja, aber jetzt ist die Frage natürlich, ob die Regenreifen bis zum Ende halten werden, denn es ist halt Problem, die überhitzen jetzt, wo es trockener wird und nutzen sich dadurch natürlich auch schneller ab. Also wenn man die Regenreifen drauf haben möchte bis zum Ende, dann sollte man versuchen, vielleicht die Reifen ein bisschen zu kühlen, wenn man gerade auf der Geraden ist. Das geht, indem man halt neben die Ideallinie fährt. Mal schauen, ob das Fahrer hier machen. Ah, da geht er aber raus, aber das ist eher für einen Angriff gedacht. Das ist auch nicht der Thorsten da vorne, das war jetzt mein Fehler. Hat eben von der Seite nur so aus, als wenn es gewesen wäre, dass. Ich glaube, du sagst das schon richtig. Ich. Und sein Teamkollege rein, aber der ist doch gar nicht. Ja, Volker Pelz ist gerade ausgefallen. Oh. Kunz und Semmler. Genau. Ja. Habe ich mich vom Auto habe ich mich ein wenig. Oh, also die Skin sieht ähnlich aus. So. Bild haben wir jetzt Michael Ahrens, genau. Von Acura Racing. Ja, im Bild jetzt Alvin wieder, Alvin Bradaric. Auch er, also nach vorne und nach hinten hat er schon ein bisschen Abstand, wie wir hier sehen. So, mal gucken, wie es noch bei ihm weitergeht, ob er noch nach vorne fahren kann. Wir haben gerade im Bild ihn auch schon gehabt, und zwar Michael Ahrens, das ist halt sein Konkurrent. Da haben wir es auch einmal gezeigt, 3,1 Sekunden rennen die beiden. Ja, momentan kann er aber seinen 7. Platz sehr gut halten.
Und fürs erste Rennen gar nicht mal so schlecht. Also sehr gut auf das Auto und die Strecke können. Oder in der Freizeit, in seiner großen Freizeit ganz viel arbeiten ist, nämlich für unseren 24-Stunden-Stand am Eifelring. Und auch im Moment grafisch am Explodieren ist. So, da kann man echt von Glück reden, dass er im Moment die Ausbildung zu Ende hat und noch nicht anfangen musste zu arbeiten. Also die Zeit, die hat er da sehr gut für sich nutzen können. Ich habe das ja so ein bisschen verfolgt, hat mir immer wieder was gezeigt und ich hoffe, das bleibt auch ein bisschen sitzen. Ja, in 2 Wochen hast du dann die Möglichkeit, gegen ihn zu fahren, sogar. Auf. Ja, auf jeden Fall. Also in 2 Wochen greife ich wieder an. Bisher waren meine Rennen ja gar nicht so schlecht. Ich konnte gut profitieren durch die Fehler anderer. Ja. Jetzt immer in den Top 10 gelandet. Hatte immer schöne Zweikämpfe gehabt. Gut, letzte Rennen hatte ich ein bisschen Pech. Wollte ich zu viel. War schade, aber war mein erster großer Fehler gewesen in dieser kompletten Saison. Da haben wir ihn, Thorsten Schwertfeger. Wer ist das Team? Ancientness Gnomes. Denk an Ischen. Ah. Ja, Thorsten mittlerweile wieder auf 8 vorgefahren. Oh, da haben wir einen Boxenstopp. Da geht einer in Piranha, das ist Anja, die Piranha Academy müsste das gewesen sein und das ist dann in diesem Fall Marinus Rieder müsste das gewesen sein. Irgendwie nicht irre, kann sein, dass ich da falsch liege, aber das ist schon witzig, ne? Der 1 Academy, jetzt ja. Piranha Academy. Das ist natürlich schon eine Ansage, ne? Ja, muss ich mal bei uns weitergehen. Ja, aber das ist doch auf jeden Fall ein Lob in Richtung dem Gründer der Academy oder Leiter, Will McGrave, dass das Ganze jetzt kopiert wird sogar. Auf der 9. Roland Vera. Ja, wir haben auch nur noch 13 Leute im Rennen. Wir haben eine ziemlich große Ausfallliste. Also haben wir einmal Volker Prelz. Er ist schon seit ein paar Runden weg. Dazu sagen, seit gut 11 Runden. Dann haben wir Patrick Weidenfelder, ist schon seit 20 Runden raus. Marinus Rieder ist seit 22 Runden gut raus. Genauso wie Sergei Blum. Also, verzeichnen. Aber die Strecke, da ist es normal. Und natürlich bei diesen Bedingungen ist es noch wahrscheinlicher gewesen, dass das so kommt. Aber wir müssen sagen, wir haben wenig Unfälle zwischen Fahrzeugen gesehen. Wenn war es eher Fahrfehler, die dann in der Bande geendet haben. Von daher, da kann man doch dann ziemlich stolz sein, dass die Division 2 auch nach den vielen neuen Fahrern immer noch so fair ist wie davor. Konnte man ja eigentlich immer gut sehen, dass Division 2 doch ein bisschen fairer als Division 1 war, wenn man sich die hat. Und das, glaube ich, bleibt auch so. Ja, das liegt aber auch viel daran, in der Division 2 hast du vorne eine kleine Gruppe, in der Mitte eine kleine Gruppe und hinten eine kleine Gruppe. Und in Division 1 hast du fast ein ganzes Fahrerfeld, was stark ist. Ja? Und ich kann es immer nur wieder sagen, Motorsport ist keine Kaffeefahrt. Nee, definitiv nicht. Und wenn sich dann eine Lücke auftut, da setzen sich so Fahrer dann auch rein. Kann es halt auch mal zum Lackaustausch kommen. Mit Büchner. Das war ein Blinklicht an. Wenn du mal genau hinguckst. Ja.
Ja, nee, weiß ich nicht. Eigentlich ist es doch nur, einige in der Box ist, oder? Nee, oder kann man das anschalten? Einige, nee, die kannst du nicht einschalten. Ach so, okay. Das haben wir aus dem 24-Stunden-Event. Ja, siehst du? Da auch. Ja, wir gehen nach vorne wieder. Sascha Glatter, 5,7 Sekunden Vorsprung. Also Max Mutschka konnte 2 Sekunden wieder aufholen. Aber wie gesagt, ich denke, wenn nichts mehr passiert, dann könnte das der Sieg werden für Sascha Glatter. War auch abzusehen. Aber Max Mutschka hat sich sehr gut geschlagen, finde ich. Gucken wir mal, ob das so bleibt. Ja, hier kann man gerade ganz gut sehen, es gibt hier, ich weiß nicht, man könnte vielleicht, wenn man ein bisschen weiter hinten steht, das Risiko eigentlich nochmal auf Slicks gehen. Das Risiko eigentlich, weil wenn man hinten eh schon weg ist, dann du kann man... Du siehst zwar, dass die Ideallinie was heller ist, aber trotzdem ist... Ja, stimmt. Reifenlinien, also... Oho, aufpassen! Ich denke mal, dass jetzt einige auf Sticks unterwegs sind. Ja, aber der, also der Wechsel ist weil der ist lange und es sind nur noch 14 Minuten. Also ist es, glaube ich, sicherer auf jeden Fall versuchen, die Reifen bis zum Ende irgendwie ins Ziel zu bekommen, aber es ist halt schwierig. Denn die Strecke wird immer trockener und dadurch werden die Reifen immer mehr abgenutzt und da haben wir einen Abflug mit Schaden vorne auf jeden Fall. Dann ein Piranha-Fahrer. Ne? Ja, hast du auf jeden Fall. Ja, und da bahnt sich die nächste Woche. Oh, Max Mutschka geht's Risiko ein. Schalt schnell hin, der ist an der Box. Und da geht's wieder raus. 12 Sekunden, gute Standzeit. Also ich werde mal mit dem Thomas reden, ob wir da nicht zur letzten Saison auch mal die Reifen farblich zu sehen, ob man cool. Slicks oder Regenreifen fährt. Wenn das geht, das wäre... Machbar ist das, habe ich okay. schon gesehen. Aber noch mal gucken. Oder Thomas, das mal. So, jetzt wird spannend. Also nach hinten hin ist Max auf der sicheren Seite, denke ich. Da hat er 17 Sekunden auf Oliver Scharlach. Er müsste ungefähr pro Minute. Oliver Scharlach ist in der Box. Ja, jetzt. Und Zeit. Da haben wir den nächsten Abflug gesehen. Ist auf jeden Fall jetzt die Zeit, wo man auf Slicks gehen kann. Hier, du guckst, siehst du, ja. Ist halt riskant. Weil man verliert halt viel Zeit, muss es halt wieder rausfahren. Und natürlich ist die Gefahr auch hoch, wenn man mal neben die Ideallinie kommt, dass man gleich abfliegt. Also man muss wirklich aufpassen. Wir gucken mal, wie sich jetzt der Abstand verhält. Ja. 30 Sekunden. Felix Kunz ist jetzt auch in der Box und Oliver Schaller ist wieder rausgefahren. Max Mutschka hat 30 Sekunden aufzuholen in 12 Minuten. Also wäre ich Sascha Glatter, und er macht es auch, würde ich an die Box gehen. Denn so, man hat ihn in die Box gezwungen, würde ich mal sagen. Sollte dadurch, glaube ich, auch so 2-3 Sekunden gewonnen haben. Also es wird eng in der Spitze. Ja, Achtung! Ein schneller Stopp auf jeden Fall. Ja, 13. Ja, der Stopp ist schon mal länger als bei Max Mutschka. 2 Sekunden länger und die soll, da hinten kommt er. Jetzt wird's eng. Pass auf, Markus. Das wird knapp ja, reichen. 6. Eine Sekunde, da ist er dran. Da ist er. Er ist dran. Die Strategie dieser taktische, ja. Max hat jetzt den Vorteil, er hat eine Runde, er hat jetzt die warmen Reifen und Max ist flott. Ja. Also das kann jetzt hier eine ganz enge Geschichte werden. Dieser taktische Kniff, der war richtig gut von Max Mutschka und das könnte ihn sogar den Sieg bringen. Also das war wirklich richtig schlau. Er hat mit seinem Boxenstopp Sascha Glatter an die Box gezwungen, weil, ja, Sascha hätte warten können, bis er eingeholt wird. Und so hat er innerhalb dieser einen Runde Zeit schon mal aufholen können. Und jetzt ist er dran. Windschatten, pass auf, es gibt den Führungswechsel, ich sag's dir. Oh, es gibt die Berührung. Was macht er denn? Die haben sich berührt, auf jeden Fall. Aber es ist nichts Großes passiert. Aber sie haben sich auf jeden Fall berührt. Wir gucken uns das nochmal in der Wiederholung an. Und Max Mutschka ist vorbeigegangen, wenn der Live-Viewer stimmt. Also bleibt bloß im Replay, dann sehen wir das nochmal. Jetzt kommt der Angriff. Ist die Berührung. Aber beide bleiben auf der Strecke und jetzt draufbleiben. Jetzt gleich kommt das Überholmanöver.
Ja, da kam Sascha weit raus. Ganz einfach. Und jetzt sind wir noch eng beieinander. Also, 10 Minuten Rennaction noch und es geht um den Sieg. Spannender kann es nicht sein. Sektor 1 haben wir einen Unfall. Da haben wir Michael Beuster ist raus. Ja, Michael Beuster ist ausgefallen. Und da gibt es den Angriff. Sascha auf der besseren Linie jetzt und hat ein Radduell immer noch. Hinterrad und Vorderrad auf gleicher Höhe. Komm, Sascha, zieh, die Wetteinnahmen sind heute groß. Nein, ich bin ja unparteiisch. Max hat die Nase wieder vorn. Ja, sehr gut. Heißt hier sehr gut, wir sind unparteiisch. Sehr gut für die Spannung, sage ich jetzt mal. Oh, da gab es einen Abschuss! Das war kein Abschuss. Doch, das war ein Abschuss und er fliegt auch raus. Wiederholung und jetzt in Zeitlupe bitte. So, jetzt haben wir's. Jetzt kommt es gleich. Guck. Nee, das war kein Abschuss. Doch, hat ihn verbremst. Guck mal, er hat auch die Kurve nicht bekommen. Er hat sich jetzt verbremst. Absichtlich. Aber guck mal, er hat verbremst, versucht auch noch die Kollision zu vermeiden, geht aber nicht mehr. Und guck mal, er kommt auch raus. Und das war die Entscheidung zugunsten für Sascha Glatter. 33 Sekunden. Oh! 30 Sekunden, der steckt fest. Simon Semmler ist vorbei. Max Mutschka steckt fest. Schalt schnell hin. Ja, der kommt nicht mehr raus, steckt im Kiesbett fest. Ich glaube, der Hexgügel ist doch weg, wenn ich mich nicht irre. Ja. Oh, ist das bitter. Und das gibt Ärger nach dem Rennen. Da bin ich mir sicher, das könnte eine Strafe für Sascha Glatter geben. Max Mutschka hat dadurch jetzt 4 Positionen verloren. Das werden noch mehr werden, weil er muss an die Box und Reparaturstopp einlegen. Das wird ihn ans Ende des Feldes spülen. Und Albin ist ausgefallen. Oh, war ja. Auch das werden wir uns noch kurz angucken. Kann nicht lange her sein, wir spulen zurück. Da ist es passiert. Guck dir das mal an. Der hat Motorschaden. Der hat irgendein Problem gehabt, glaube ich. Der ist langsam geworden. Guck mal. Wir haben es gerade schon im Live-Bild gesehen, dass er seinen Teamkollegen vorbeigelassen hat. Jetzt dreht er sich noch. Ja. War komisch. Max ist an der Box. Ja, das war ja so, muss auch so sein, denn er hat halt Heckspiel verloren. Und der Stopp wird auch länger dauern noch. Ja. Aber bis jetzt da nicht viele Plätze verloren. Die kommen erst noch da hinten. Jetzt zieht. Ja, Max hat auch eine Runde Rückstand jetzt, ne? Ja, definitiv. Frau Thorsten Schwertfeger, also das geht weiter zurück für ihn. Das ist bitter. Ja, da kommen sie jetzt alle. Jetzt Max nur noch auf der 6. Da kommt der nächste, gleich wird es Position 7 sein. Aber da kommt an die Box, wenn. Nee, bleibt draußen und Felix Kunz ist das, denke ich. Auch vorbei. Ja. Und immer noch steht er. Jetzt geht's los wieder und da kommen nochmal 2. Denn er ist jetzt mitten in der Gruppe hier. Er ist da Roland Vera rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Und davor ist Felix Kunz. Ist das nicht? Nee. Also beiden sind hier auf jeden Fall im direkten Duell. Und der davor müsste eine Überrundung sein. Aber ich denke, da wird Mutschka vorbeigehen. Denn er ist definitiv der schnellere Fahrer. Und da ist es auch passiert. Ich bin ja jetzt momentan gerade echt so ein bisschen. Ja. Echt ärgerlich. Albin. Ja, also heute mit dem Regen hat seine Opfer sich geholt.
Als erstes war es CJ Blum, gefolgt von Marinus Rieder, Patrick Weidenfelder, Volker Prelz, Michael Beuster und jetzt auch noch der Alvin. Das ist ja natürlich sehr ärgerlich. Roland Vera fällt hier weiter zurück. Das Stadtlatter überrundet jetzt gleich Max Mutschka. Und ja, was passiert dann? Ich denke, wäre ja eine Revanche und das würde... Nein, sowas. Revanche wäre... Dann würde er nämlich disqualifiziert werden. Und gesperrt werden vor allem. Lichthupe, gucken wir mal, ob es das wenigstens gibt. Und da gibt es die Überrundung. Und würde ich mal noch nicht mit der Lichthupe gibt. Also. Max Mutschka, also. Ganz fair, ganz eine Überrundung. Fair und ganz ruhig. Was soll er auch machen? Die zwei, die waren da vorhin in einem sehr, sehr guten Zweikampf gewesen. Max hat ihn mal kurz angetitscht. Es ist gut gegangen und dann eine langgezogene rechts. Für mich sah es also, wie gesagt, nicht aus wie ein Abschuss. Es sah für mich halt einfach aus, dass Max etwas früher auf die Bremse gegangen ist und der Sascha damit nicht gerechnet hat. Rübergezogen ist und ihn halt touchiert hat. Das sind die Momente, die gibt es einfach im Motorsport. Da kannst du nichts machen. Ja. Da hat einfach keiner irgendwie großartig Schuld. Ja. Geht da um Platz 1 und 2. Wir machen keine Kaffeefahrt. War natürlich schade für Max gewesen, sehr ärgerlich. Und ich denke, der wird auch megamäßig ins Lenkrad gebissen haben, aber. Nix, ne? Ja, im Bild jetzt wieder der Zeitplatzierte, der. Ja, Oliver Schaller von Fanatec DTMR. Ja, einige kennen den Skin und das Team aus dem Porsche Cup unter anderem. Ja, ganz faires Vorbeilassen über Runden hier. Der Crew Racing ist das. Der Michael Ahrens. Oh, aufpassen. Und kam Simon Semmler weit raus. Ja, momentan keine direkten engen Zweikämpfe zu finden. Ja, das Feld hat sich auseinandergezogen, ganz klar. Grund dafür ist natürlich erstmal, dass das Rennen bald vorbei ist in 2 Minuten. Und natürlich auch, dass wir ja 5 Ausfälle haben, das ist extrem viel. 6. Du hast recht, 6 Ausfälle, habe ich mich verzählt. Ja, Max Mutschka fährt weiter. Ja, vielleicht bekommt er wenigstens noch Platz. Na ne, das ist nach hinten. Ja. Felix Kunst müsste er bekommen. Und da das mehr als 15 Sekunden sind, denke ich, dass das nichts wird. Ne. Ab 2 Minuten zu fahren. Ja, sind es noch 2 Runden, die jetzt gefahren werden. Ja, hat er damit, würde ich mal sagen, Alvins Position eingenommen und kann die eigentlich nur noch so nach Hause fahren. Wäre auf der 8. Auf Platz 9 haben wir den Teamkollegen Jens Jakob. Oder war in falsche Richtung. Auf der 10 die fahrende Badewanne. Das Team Zippo Sim Racing. Büchner. Ja, und dann haben wir die ganzen Not Finish Aspiranten. Ja, Sascha auf den Oliver, fast 1 Minute. Ist natürlich echt eine harte Hausnummer.
beiden. Also Sascha hier ganz klar in seiner eigenen Welt am Fahren. Ja, dann geht er auch gleich in. Doch, das ist glaube ich schon die letzte Runde. Bin gerade nicht ganz sicher. Wo ist er denn? Guck ich mal auf die Streckenkarte. Ja, nee, der ist gerade im letzten Sektor, also es wird auch eine Runde geben. Ja, letzte Runde läuft für Sascha Glatter jetzt. Mir wurde gerade ein Replay abgespielt. Der Grund für den Ausfall vom Alvin, gab es eine Kollision. Dem ist ganz übelst ins Heck reingeschossen worden. Ich kann aber dir, nicht im Livestream. Im Livestream haben wir das nicht gesehen. Ich kann dir nicht sagen, wer es jetzt gewesen ist. Dazu müsst ihr das. Das muss vor dem Ausfall gewesen sein, Paco. Das muss vor dem Ausfall gewesen sein. Dann hat er gemeint, dass das Auto nicht mehr fahrtüchtig ist für die letzten 15 Minuten. Das ist natürlich schade. So, letzte Runde läuft für Sascha Glatter. Letzter Sektor ist jetzt schon erreicht. Ich kann dir sagen, wer es war. Muss wohl der Ahrens gewesen sein. Also ich denke mal, da wird es nach dem Rennen ein Klärungsgespräch geben. Mal sehen, was die Jury dazu zu sagen hat. Ja, kommt drauf an, wie der Unfall war. So, jetzt gibt's aber eine Feier, und zwar für Sascha Glatter, souverän gewonnen. Auch wenn es da diese Kollision gab mit dem vermeintlichen Zweitplatzierten Max Mutschka. Ja, und damit die ersten Punkte für VMR Gianitaria La Luna. Ich sag das mal, ja, du dich wieder Platz 2 geht an Oliver Scharlach mit einer Runde Rückstand. Also man muss wirklich sagen, Sascha Glatter und Max Mutschka, die haben ja ein Feuerwerk abgebrannt. Dann Simon Semmler auf Platz 3, Podium also für Simon noch. Michael Ahrens wird auf Platz 4 ins Ziel kommen. Thorsten Schwertfeger auf 5. Sechster Max Mutschka, der hat Felix Kunz noch bekommen, denn der ist ausgefallen. Oh, war ja. Eine Runde vor Schluss. Oder zwei Runden vor Schluss. Nee, eine Runde vor Schluss, weil er wird ja dann abgewunken. Ja, stimmt. Da. Das ist übel. Oh, und hier gibt's auch noch einen ohne Frontsplitter. Ja, Sakura Racing. Michael Ahrens. Könnte von der Kollision. Das könnte von der Kollision her kommen, ja. Alvin Bradaric kommen. Ah, das ist natürlich hart. Thorsten Schwertfeger im Bild. Ich glaube, kurz um 5 ins Ziel gekommen. Max Mutschka auf Platz 6. Auf Platz 7 fährt ein Roland Wehrer. Direkt gefolgt von seinem Teamkollegen, dem Felix Kunz. Ja, und nein, Jens Jakob, Entschuldigung. Jens Jakob ist das. Und doch alle über Startziel. Also das war das Rennen. Wir haben Sascha Glatter als Sieger, und ich würde mal sagen, wir holen die ersten drei zum Interview, und gespannt bin ich vor allem auf Sascha Glatter, was er zu dem Unfall zu sagen hat. Also wir melden uns gleich wieder. You were moved.
Also, jetzt gibt's das Interview jetzt hier nach dem Rennen mit den ersten drei Fahrern am Ende. Ja, wir fangen natürlich an mit dem Sieger Sascha Glatter. Ja, Sascha, generell finde ich, hast du eine sehr souveräne Fahrt gezeigt heute. Bist vorne gut dabei gewesen, bis dann der Max Mutschka so einen taktischen Kniff ausgepackt hat und dann auf Trockenreifen gewechselt hat, was dich dann so in die Box gezwungen hat. Ja, und dann gab es die Kollision. Was ist da passiert und ja, wie sind so deine Eindrücke vom Rennen generell noch? Jo, lief eigentlich alles ganz relativ gut. Bisschen, ja, am Anfang wusste ich nicht so recht, was ist da los ist. Es hat abgetrocknet oder was war dann eigentlich schon trocken und der Rieder fuhr dann da pro Runde eine Sekunde schneller und ja, also beraten, was wir machen, ob wir reinkommen mit Trockenreifen, weil wir waren alle auf Wettreifen. Da ist ihm aber geblieben, war dann die richtige Entscheidung, hat er dann angefangen zu schiffen. Ja, bin meine Runden abgespult, nicht allzu viel Risiko gegangen, den Abstand so 5 bis 7 Sekunden gehalten, so von Max und ja, dann, ich wusste auch nicht, ob man mit den Reifen durchfahren kann. Dann ging der Max aber rein und musste natürlich sofort reagieren, weil die Reifen waren auch schon smart vom Ende. War dann trocken, genau auf Trockenreifen. Und ja, und dann ging es los mit dem Kampf. Und ja, aus der Cockpit-Perspektive, wie ich es schon Max geschrieben habe, sah das gar nicht so aus, als wenn ich ihn berührt habe, aber im Nachhinein habe ich den Replay angeschaut und ja, shit happens, ich habe ihn leicht berührt hinten rechts. Ja, war eigentlich schon neben ihm, aber die Kollisionsabfrage hat es halt so interpretiert, dass ich, ja, nicht so auf bin. Ja, tut mir sehr leid für Max. Aber ja, kann ich auch nicht rückgängig machen, leider. Hätte es gerne auf der Strecke richtig ausgetroffen. Ja, ja, so eine leichte Berührung führt dann leider gleich ja, dazu, dass er richtig ja, abgeflogen ist. Da kommt dann auch sofort das Kiesbett und es war natürlich auch nass. Ja, ob es ein Rennunfall war oder was man bestrafen muss, muss dann die Jury entscheiden. Es passiert. Ja, dann bedanke ich mich bei dir fürs Interview und herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, danke. So, dann kommen wir jetzt zum Zweitplatzierten, dem Oliver. Ja, Oliver, Position 2 für dich im Rennen jetzt. Hast du ein bisschen halt profitiert durch den Zwischenfall da am Ende? Bist du zufrieden mit Platz 2? Ich denke ja, oder? Ja, ich bin total überrascht. Mehr als zufrieden mit Platz 2. Klar habe ich von dem Unfall profitiert, sonst wäre es, glaube ich, mit 2 nichts geworden. Habe schweineviel Glück gehabt in den Rennen. Überhaupt keine Taktik, überhaupt kein Plan, einfach rein. Anderthalb Jahre jetzt bei SRD nie mehr gewesen. Also mehr als zufrieden und eine Runde vor Schluss noch Sprit ausgegangen, musste ihn noch ein drittes Mal an der Box, war auch super. Ja, aber du hast nach hinten ja so einen großen Puffer gehabt, dass es dann nichts mehr, ja, nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, also das war dann so ein kleines Comeback für dich. Ich denke, das ist dann das beste Gefühl, was einem passieren kann, ne? Wenn man dann gleich beim ersten Rennen wieder voll da ist, oder? Ja, da motiviert auf jeden Fall für die nächsten dran zu bleiben und ein bisschen zu trainieren. Und ja, für mich war es bei Air Factor auch das erste Mal überhaupt Regen. Kannte ich vorher noch nicht, immer im Trockenen und von daher, ja, Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, gut. Dann danke an dich und herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Jo, danke schön. Dann kommen wir jetzt zum letzten auf dem Podium, nämlich dem Simon Semmler. Ja, Simon. Ja. Platz 3 für dich. Bist du auch zufrieden mit dem Podium? Ich denke schon, oder? Auf jeden Fall, ja. Brutal. Das ja. War eigentlich totaler Kampf. Ja, du warst, ja. Warst nicht so oft im Bild, leider, weil es immer andere Zweikämpfe gab. Also du hast dich so ein bisschen durchgewurschtelt sozusagen. Aber wirklich ein sehr gutes Rennen von dir. Wie hast du so die ja, Wetterkapriolen erlebt? Es war doch dann schon ein sehr wechselhaftes Rennen, oder? Von Bedingungen her. Es war ja, wie gesagt, ziemlich extrem. Dadurch, dass halt auch geregnet, dann hat es wieder nicht geregnet. Reifen kühl halten und bis zum Schluss eigentlich mit Regenreifen fahren, das ist eigentlich ziemlich hart. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, und ich denke, das motiviert auch dich für die nächsten Rennen, oder? Natürlich, bin wieder dabei. Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich auch bei dir und natürlich auch nochmal bei allen drei von euch und dann wünsche ich euch eine schöne 2 Wochen und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, vielleicht ja bei den Interviews. Bis dann. Tschüss. Bye, bye. User left your channel.
So, Markus, jetzt kommen wir nochmal zum Schlusswort, würde ich sagen. Also, Salzburgring war auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Die Strecke war gut, also sehr spannend zu sehen und vor allem dann natürlich auch durch ja, die verschiedenen Wetterbedingungen. Wir haben heute Mischverhältnisse gehabt. Es war ganz am Anfang nur feucht, dann wurde es nass und dann am Ende wieder trocken. Was sagst du zu dem Rennen? Ich bin froh, dass ich nicht mitgefahren bin. Ja, das kann ich verstehen. Also das war wirklich ein Rennen für Profis, sagen wir das mal so. Ah, das Rennen für Profis. Die sechs Leute, die ausgefallen sind, haben da leider Pech gehabt. In einem Zweikampf bist, da kannst du auch schon mal vergessen, dass die abseits der Ideallinie die Strecke nass ist und dann kommen halt so viele. Das kann passieren. Wir haben gesehen, es ist heute fast jedem passiert. Was ich sehr schade finde, ist, dass die sechs Leute ausgefallen sind. Biedl war sauschnell unterwegs gewesen. Alvin hat sich richtig gut nach vorne gekämpft. Max hatte da Pech gehabt. Abwischen, nächste Rennen, weiter geht's. Ja, genau so ist es. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss für heute. Wir haben wirklich einen schönen Rennabend gesehen. Die Strecke war super und das war mal ein ganz anderes Erlebnis für uns beide. Nebeneinander kommentieren, das war wirklich geil. Schade, dass das sonst nicht möglich ist. Ja, und das heißt für dich aber auch jetzt, alle 14 Tage musst du hinkommen. Ja, das wird teuer, würde ich mal sagen. Dann müsste ich aber auch bezahlt werden. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt DGTM hier, ja, bei SRD und bei P1. Bis dann, ciao!